Heute Abend hier im Schloss Reit wollen wir all denen Danke sagen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und ich hoffe, es wird ein richtig schöner Abend. Man muss ja immer wieder was Neues erfinden. Und heute findet der erste Ehrenamtsabend hier im Schloss Reit statt. Und wir als Stadt Mönchengladbach, ich als Oberbürgermeister, freue mich sehr, ganz, ganz viele aktive Menschen begrüßen zu dürfen. Über 300 sind hier, um gemeinsam auch mal ein Dankeschön zu sagen, Wertschätzung zu erleben für das große Engagement, das Ehrenamtliche hier in Mönchengladbach bringt. Ehrenamt ist erstmal für einen selber ein ganz toller Ausgleich zum Alltag, dass man einfach mal abseits des Berufs sich um die Dinge kümmern kann, für die man eine Leidenschaft hat. Es ist wichtig, dass sich Menschen ja, dafür engagieren, dass anderen geholfen werden kann, die sich vielleicht nicht unbedingt selber helfen können. Also ich bin glücklich, wenn ich das mache. Seit letztem Jahr verleiht die Stadt Mönchengladbach gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen den Heimatpreis hier in Mönchengladbach. Es gibt drei Preise für 8.000, für 4.000 und für 3.000 Euro Auszeichnung. Also es ist schon eine ganze Menge Geld, da kann man was mitmachen. Und heute haben wir auch die drei Preisträgergruppen geehrt, die in diesem Jahr den Heimatpreis verliehen bekommen haben. Das ist ein starkes Zeichen, dass wir auch ein bisschen Geld geben können für die, die sich wirklich engagieren. Und ich hoffe, dass es viele gibt, die sich für den Heimatpreis nächstes Jahr bewerben werden. Also, dass wir tatsächlich für den ersten Preis nominiert sind und den bekommen haben, bedeutet uns sehr viel. War eine große Überraschung, eine große Freude und ist einfach eine tolle Anerkennung unserer ehrenamtlichen Arbeit. Die Vielfalt zu sehen heute von jung und alt, Männer, Frauen, egal wo sie herkommen, egal was sie so machen in ihrem Leben, alle wollen helfen, alle wollen unterstützen und haben natürlich auch Spaß dabei. Und das geht an so einem Abend auch vor, gemeinsam mit Booster auf der Bühne auch mal einen Abend Spaß zu haben, gerade nach diesen vielen Monaten, wo wirklich wenig möglich war.